Der überlegt jetzt schon, ob er hier irgendwas abstauben kann. Ja, heute ist viel los, weil Sonntag ist. Ne? Da ist ja Restaurant. VW-Motor drauf. Ist das VW? Ich weiß nicht. Eher japanisch, denke ich mal. Wie gesagt, wer möchte, kann mit, wer nicht, bleibt unten. Nee, musst du auch nicht. Du, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann... Ja, wegen Rücken, weißt du? Ja, ist alles gut. Genau, aufpassen. Ja, alles gut. Immer schön schauen, gell? Nicht, dass man mir runterfällt hier. Wir sind da, ich hab noch kein Bier gehabt heute. Danach gibt's eins. Sehr schön. Buche eintragen. Okay. Lange drei Kreuze. So, wartet auf den Ismail, der geht dann vor, der zeigt euch, wie er wieder runterkommt. Aber in gemäßigtem Tempo, ne? Und noch nicht. Ja, lasst euch Zeit. Schaut euch das in Ruhe an hier. Ja. Wir haben keinen Stress. Ist das alles ausgespült oder aus dem Meerwasser? Ja, das war ja früher mal unterm Wasser, ne? Ja. Dann hat es irgendwann mal, was weiß ich, wie viele Millionen Jahren nach oben gedrückt. Und dann waren Eiszeiten und so weiter, ist Kalksandstein, ne? Ja. Und was ist das da unten? Das ist am Fuß? Ist das Salz oder was? Das ist Erde irgendwie. Da. Weiß, da. Ne? Ah, da unten. Kalk, oder? Das sieht anders aus. Anders aus, ja. Also wir haben mal so Höhle besichtigt, da haben wir dann Penicillin gesehen. Genau, ein Pilz war das aber so. Das war das Zeug, wo du dann... langflorische Pilz. Aha. Das Zeug draus machst. Hast du dann dran geleckt an dem Pilz? Nee, da hatte schon Gras. Und jetzt genau aufpassen, der Ismail sagt euch, wo er hingehen muss. Und da vorne könnt ihr vielleicht dann die Schuhe runterschmeißen, weil das letzte Stück ist besser barfuß. Wenn man Schlappen anhat, auf jeden Fall. Ja, hoch können Sie noch runter, oder? Ja. Runter kommen Sie immer. Aber hoch ist besser. Dann ja, dann hat man jetzt runter. Ja. Aber hier ist kein Netz. Wir waren im 8. Stock aus auf der Fensterbank, stand schon das Sie eingehängt. Und ich als gut im Fenstergriff, der Chef ist komplett gespalten. Ja. Aufpassen, wo er hintretet. Schön langsam. Wir haben Zeit. Kein Stress. Wenn ich jetzt hier mal die LVA kriege, ich bin gerade. Hier, wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr die Schuhe einfach runterschmeißen, halt mit Schwung. Also ich möchte nicht als Erster hier, gell? Also besser ohne Schuhe?
Ist besser, ja. Aber warte halt noch ein wenig, ne? Da wo der Ismail steht, da könnt ihr es dann runterschmeißen, ist kein Problem. Aber warte, der Ismail geht vor, der zeigt dir, wie du laufen musst. Und da jetzt ganz kleine Schritte machen, da ist ein bisschen glitschig. Ist nicht so glitschig, aber halt kleine Schritte machen. Und wenn du barfuß läufst, dann spürst du es ja. Vor allen Dingen, wenn du den Zeh anknallst, dann spürst du gleich. Aber das ist nichts gegen unseren Waldlauf gestern, das kannst du mir glauben. Ich verstehe es auch besonders, wenn man bei so einem Hitze einen Waldlauf machen kann. Das, du musst immer ans Limit gehen. Wir leben nur einmal. Ich gehe schon ans Limit, wenn ich das Wurstelnuss. Gibt es keinen Stau, ist immer besser. Aber man fällt nicht so weich, wenn man keiner von ist. Vorsicht jetzt, ne? Ja, da ist klar. Da steht die Hände, oder? Nee. Und halt nicht. Ich habe jetzt. Langsam, gell? Da ist glatt. Okay. Vorsicht. Alle haben für den. Ja. Nur wo? Er hat es drin gelassen. Er hat dann wie die Schlappe runtergeschmissen. Nicht. Was hat's ja? Ich kann mir mal Hände machen. Ganz ausreichend. Sieht man immer so aus, ja. Nach der Tour. Gehört mir dazu. Jetzt können wir noch. Wie heißt das? Malung machen, dann ja. Kann man echt hier bleiben. Könnt ihr euch ein bisschen schminken, genau. Dann machen wir. Also wenn es geht, die Füße dann ein wenig waschen da unten. Er hilft euch, der Ismail. Ja, die Schuhe sind ja dreckig. Aber die sind dreckig? Ja, unten. Tatsächlich. Was die anderen an den Füßen haben, hast du an deiner Schuhsohle. Ja, geh doch zu der Frau vor, wir warten auf dich. Ja, geht noch einmal mit. Die freut sich, wenn sie was verkauft. Und dann kannst du das andere auch gleich noch einmal probieren, wie dir das schmeckt. Da vorne haben sie eine neue Cafeteria, die probiere ich jetzt einmal. Die haben es neu, ganz neu aufgemacht. Da. Das linke, das ganz linke. Weil jetzt weißt du ja, dass du was nehmen möchtest. Spicy? Ja. Spicy. Das ist wirklich gut. Das ist lecker. Das ist Spezialität. Das ist auch gut. Da ist fast wegen Chili drin und diese Bergamottblätter. Nimm das Blatt. Das ist gut. Schon echte Spezialität hier. Das war scharf, ne? Ja, ne? Nimm das, was da schmeckt. Das war sehr angenehm. Das andere ist mir zu fischig.
müssen wir nicht wissen, was geht. Aber das hat nicht so ganz so strenger Fisch geschmeckt. Das war mal eben mehr zu viel intensiv. Ja? Das ist so interessant. Gebratene Mandeln oder so. Ja, ein bisschen so wie gebratene Mandeln. Genau. Schau mal, was der für Eier hinten hat. Die müssen wir abschneiden. Ja, hier ist gar keine Katze kastriert. Hast du Katzenallergie? Angst. Nee, die machen ja nichts. Die sind so zutraulich. Also, ist doch gestern eure, ne? Oder also. Und? Die eine hat den. Ich glaube, der hat so hochgehoben oder so. Ja, Otto. Gestern der, wo die Katze da entweder hochgehoben hat. Ja. Bei uns? Ja. Und die hat sich gewehrt? Was hat die gemacht? Das kenne ich gar nicht. Hat die gekratzt? Das war aber ein Mitarbeiter. Ja, ja. Hallo. Hallo. Na, da sind wir. Wo seid ihr gewesen? Wir sind zur Moschee gegangen. Ja, wir waren jetzt auch von der Moschee. Ja. Aber ihr wart wahrscheinlich gerade aus. Ja, ja. Noch heute. Genau. Ja, und dann so im Rundgang. Aber ihr wart weg auf einmal. Ja, ja. Dann, wir wären noch nicht ohne euch gefahren. Okay. Wir müssen Deutsche keine Ahnung, was ich jetzt erzähle. Hm? Ja. Alles zahlen mir Geld, sauber. Hm. Genau. Guck mal, hier mal an der malerischen. Also du kaufst den Strand, ja? Billig zu kaufen hier, 100 Euro das Stück Land. Das ist natürlich dann in ein paar Stunden wieder weg. Schau mal, was hier. Oh, das ist ein Netz. Ich habe gedacht, das sind Korallen. So. Das ist ein Netz. Zwicken kann er. Echt? Das ist ja zu klein, also richtig wehtun konnte der nicht. Nett, aber wie schnell ließ sich da so buddeln. Der hatte gar keine Dinger zum Zwicken. Naja, die Kleinen da, aber da kann er sich ein bisschen, ne? Ja, da hat er es eingezogen. Aber richtig Kraft. Eine. Zwei. Schön. Zwickt er ihn jetzt? Ja, da hat er den Stöpsel gezogen. Ja, in die Badewanne. Ja, schön da, ne? Aber so hinterlässt habe ich, solange das geht, war es nicht. Schaut euch wieder Adler. Also wollt ihr jetzt noch ein Bier oder muss ich das alles trinken? Ja. Viele, ja, ja. Schau. Da und da. Da ist ein Flugzeug. Zwei, drei Adler jetzt. Ja. Ja, kalt, da sind viel Mineralien drin. Ne? Aber irgendwann müsste es doch einmal ausgesaugt sein, alles, was wir denken. Aber die holen wahrscheinlich auch das Meerwasser. Ne? Da ist ja auch viel drin. Und das Rote da, was man da sieht, sind Korallen. Ne? Ah. Rote Korallen.
schöne Kerlchen. Kriegt man auch nicht durch den Zoll, oder? Ach, so ein Ding wird mir auch gefallen, so ein grüner Kerl. Was haben die hier zu essen? Affen? Nee, die essen Krebse, Muscheln, na, so Zeug. Die ernähren sich quasi von Wasser. Und wie sind die mal hierher gekommen? Komm, wir legen die jetzt mal die Banane auf den Kopf und dann schauen wir mal, was passiert. Okay. Nee, dann kommen die, die kommen. Echt? Naja. Können die schwimmen? Die können auch schwimmen. Oh. Wer macht hier wer macht? Ja, da. Jetzt springt er gleich her. Dann noch eine halbe. Ja. Danke. Schau, wie sie alle warten und wie sie auf die Banane schauen. Das ist schon geil. Schau. Also ich glaube, wenn du hier lebst, dann brauchst du gar keinen Fernseher. Nee. Oder? Das ist geil, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn man die ganze Scheiße nicht hört und sieht. Oh, und er hat Angst. Nur denen ist wurscht, ob in Israel die Hamas und bei uns da die Ukrainer und die Russen, das stört die nicht. Nee. Aber die haben auch ihren Ärger untereinander, ne? Da geht es auch richtig ab bei den Affen. Ja, ja, du. Also so Alpha-Mail brauchst du auch nicht sein, das ist richtig stressig. Jetzt trau dich doch mal. Dass die da alle so drüber laufen, ne? Das macht denen ja gar nichts aus, ne? Geh du mal auf den Stein und hock dich da hin, nackt. Na, wirst du schauen, wie weh das tut. Ja, Pirate gab es ja hier früher auch. Ne? Mhm. Und dann da schon irgendwelche Höhlchen bei Ebbe. Ja. Musst du mal graben. Naja. Bleibe ich hier oder fahre ich daheim? Ja, das könnte ich jetzt schon. Die Leiter ist nicht so ungefähr. Nee, ist okay, die halten es ja. Ja, ja, der weiß nicht, was ich wiege. Na. Nicht so leicht. Nö. Ich hab mich gefreut. Festhalten. Hallo, wo rund? Es tanzen. Nochmal drehen. Mich muss ich von Männern festhalten. Aua, ich hab da diese Schlange. Oh, Gott. Tschüss, bis morgen. Ciao, Kakao. Viel Spaß mit 3 Euro. Bin ja gewohnt von daheim. Sonnenbrille, siehst du? Sonnenbrille. Ah ja. Strandgut. Ja, die nimmst du dann mit. Venta. Original Ray-Ban. Ja, manchmal gibt es auch Originales, nicht alles Kopien. Normal gibt es auch ab und zu mal, ja. Aber das ist nur No-Name. No-Name, naja. Original No-Name. Kann man ein schönes Bild machen, weil das der Delfinfelsen ist. Der schaut aus wie ein Delfin. Ja, das ist mal weiß. Kann man es erkennen? Ja. Weiß auch, wo man Schnacker draufgelegt hat, damit der wie ein Auge ist. Auge, ne?
Und da ein Bild machen. Ja. Ja, das. Die habe ich als Kind immer gefangen im Weiher. Echt? Bergmolche und die Kammmolche und so. Früher gab es die noch in der Natur, jede Menge. Die haben das in Aquarium. Alle, wenn Kinder kommen zum Beispiel, ja, dann stehen, da wollen nicht weggehen, weil die bewegen sich so schön. Ja, aber Molche brauchst du ja Land. Das ist ja halt, ne? Ja, die gehen ja immer ein bisschen ans Land, die Molche. Also die, bei uns sind die nur im Wasser. Ja. Und da gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt Ein Hut geht um die Welt. Da, da könnt ihr euch anmelden und mit dem Hut, wenn ihr irgendwo seid, wenn ihr Lust habt, ein Bild machen. Ja. Ich hole nach Mexiko, pass auf, ne? Ja, ja. Ich stehe da für Mexiko, bitte. Ja, das wäre super. Und wie hat euch die Tour gefallen, noch einmal? Richtig, richtig. Ja, war schön. Richtig begeistert, wir haben schon viel Tour gemacht. Freut mich. Aber so schöne noch nie. Das haben mir wirklich schon oft die Leute gesagt, da freue ich mich natürlich immer wieder, wenn ich das höre. Ist immer schön relaxed alles bei uns. Ne? Also dann seid ihr happy mit eurer Hutwahl? Okay. Gut. Alles klar. Danke auch. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.